Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Talisker, Parley, kommen wir gleich dazu. Wilder Seas. Interessant, 48,6%. 1000, sorry, 17.940 Flaschen laut Whiskey Base. Alles abgefüllt am 28. März 2023. Cognac Cask Finished Talisker. No Age Statement, allerdings Glas ist ein bisschen grün, weil recycelt. Und jeder, und das muss ich echt lange recherchieren, für jede Flasche wird jetzt hier 3 Pfund gespendet, zumindest laut Parley. Parley for Ocean ist eine Organisation, eine gemeinnützige Organisation, der tatsächlich jetzt hier da arbeitet daran, den Kelp. Ist Kelp auf Deutsch genauso wie auf Englisch? Frage. Was heißt denn hier Kelp auf Deutsch? Hier, Kelp. So, Kelp ist Kelp, genau. Seetang. Also Kelp, Seetang. Seetang speichert sehr viel CO2 und genau wie bei Bäumen, die Blätter werden losgelassen, der CO2 wird auch losgelassen, genauso auch der Kelp. Und ein Teil von diesem CO2, was gebunden ist in den Kelpblättern, fällt zum Meeresboden und wird dort gespeichert. Und da wird Geld gespendet dafür, dass man das untersucht, dort Recherchen anstellt, forscht in diesem Bereich, um zu sehen. Von daher, das ist sehr, sehr gut. Mich stört allerdings die Tatsache, dass der günstigste Flasche hiervon ist denn da 74 Euro. Also bei mir, ich habe sie geteilt hier für, ja gut, ich hab sogar für 78 Euro geteilt. Denn hier habe ich einen Talisker, 10 Jahre alt, allerdings ohne jetzt hier den XO Cognac Finish mit, Entschuldigung, nur 45,8%. Und für der Talisker 10 liegen wir jetzt momentan bei einem Preis von. Gute Frage. Google sagt mir was. Also ich habe einen Preis im Kopf. Wie gut bin ich dabei? Ja. Drangdusin hat den für 28 Euro. So, um die irgendwo zwischen 35 und 28 Euro. Also, du kriegst zwei davon für eine davon. Das ist die Frage, ob das ist, was wir tatsächlich auch wollen. So, Talisker 10, Altersangabe, keine Altersangabe. Hier habe ich ein paar Prozente weniger, aber das ist okay. Hier tue ich was für die Umwelt, aber wäre es nicht sinnvoller, statt 3 Pfund pro Flasche zu spenden, dass ich einfach mal das hier kaufe und 30 Pfund spende? Oder 30 Euro spende? Habe ich immer noch Geld gespart. So, ist der so viel besser, diese Whisky hier mit dem Cognac Finish? Dafür bin ich hier. Dafür probiere ich das. Das ist auch die neue Flaschen, neue Design. Auch der Port Rhee ist jetzt hier eine neue Design. Der wird nicht abgeschafft. Also viel, viel leichtere Flaschen. Keine Verpackung. Auch hier keine Verpackung. Die Flasche kommt mir echt schwerer vor. Ich werde sie irgendwann mal hier wiegen. Also recyceltes Glas hier. Grün. Also die Unreinheit von dem Glas da. Ist okay. Wilder Seas. Ich rieche. Also eine schöne für Talisker Barbecue-Räucherhaus-Moment mit ein kleines bisschen Honig dazu. Das ist angenehm. Das ist nicht schlecht. So. Jemand schreibt hier online, ein Duft vom Malzbrot, getrocknete Feigen, Sultanen, dahinter maritime Eindrücke, die mit Nuancen von Tabak harmonisieren, sehr aromatisch. Hier. Weniger am Rauch, Moment. Hier habe ich viel mehr. Also, ich weiß nicht, ob der mehr rauchige Anteil hatte als hier. Habe ich nichts davon gelesen. Ja, ich habe gerade versucht, ein kleines bisschen online zu lesen, jetzt hier über diesen Whisky, aber es wird ständig nur über diese Flasche erzählt. Dieses Glas für diese Flasche wird mit Biodiesel hergestellt. Und das ist so, dass sie tatsächlich hier angeblich, oder zumindest sagen sie jetzt hier, 82% weniger Emissionen
aus der benutzten Glasflasche habe und 77% reduzierte Kohlenstoffemission für die aus der Verpackung. Naja, gut, der hat keine Verpackung und da hat er auch kein jetzt Etikett. Doch ein bisschen hier hat er ein Etikett und da recyceltes Papier. Hier wurde es ein bisschen Keramik darauf geschmiert und das sind die Unterwasserlinien jetzt hier von der, wie wir auch dann eine topografische auf dem Berg hoch, geht es auch topografisch, hier sind die Inseln denn da, runter denn da, Wild Seas. Ja, ganz gut, ich dachte vielleicht gab es eine andere Rezept hier für diesen Whisky von wegen mit mehr dem Rauch in der gemilzte Gerste. Das einzige Ding, was ich erzählen kann, ist, diese Cognac-Fässern waren französisch Eichenfässern. So, limitierte Ausgabe. Und was ich auch nicht wusste, ist, denn da Talisca und jetzt hier Parley arbeiten schon seit über 3 Jahren zusammen. Bereits seit 3 Jahren setzt sich Talisca an das Global Network Parley für den Schutz und Erhalt der Ozeanen ein. Und erstmalig kann man diese Zusammenarbeit auch trinken. Und der, hier steht es, der UVP war 79,90 €. Naja, gut. So, das gefällt mir besser als das. Aber ich und der Talisca 10 haben uns nie gemocht. Gut. Slanche. Für das, was er ist, ein Talisca, ist das gut. Also Cognac Finish rundet das ein bisschen ab. Auch die 48,6% sind gut. Ich hätte geliebt und ich habe schon geschaut hier. Steht irgendwo hier tatsächlich diese wunderbare Auszeichnung jetzt hier. Non-chilled filtered natural color. Nein, Diageo macht das nicht. Also warum tut man das nicht? Und übrigens, ich habe die Idee gehabt, wäre es nicht cool gewesen, einen QR-Code zu haben hier drauf, damit man das dann genau sehen, wo das Geld hingeht, wofür das Geld hingeht und so weiter. Da ist auf der Flasche, wenn man nichts weiß von Parley, ich habe Parley vorher kaum gekannt, würde man nicht wissen. Da steht ganz, ganz, ganz klein, each bar, naja, gut, ganz klein ist finished in Cognac Casks, X of Cognac Class, aber hier runter steht, each bottle represents a donation to Parley to support ocean preservation. A donation, a 3-pound donation wäre gut. Wenn du es in der Pressemitteilung hast, dann warum nicht da? Also das hätte mich ein bisschen glücklicher gemacht. Wenn wir über Umwelt hier reden, Naturkork holt relativ leicht Korken. Hier Plastik, also Holzplastik, das ist schon ein Unterschied. Presskorken übrigens. So, offenbar Presskorken ist nicht so natürlich wie hier. Ich gehe mal rüber zu Talisca 10. Ich gehe zurück dann zu unserer Wilder Seas. Eindeutig, der Wilder Seas gefällt mir besser. Der ist rau, der ist eckig, der ist ein bisschen, der Alkohol kommt mehr durch. Als ob man Fässer benutzt hätte, die nicht ganz so oft, die ein bisschen zu oft benutzt wurden vorher. Also ich und Talisca 10. Wir werden da keine dicke Freunde werden. Das ist was interessant hier steht. Hier steht mit Zuckercouleur hier drauf. Hier nicht. Hier könnte man ahnen, dass es sogar möglicherweise non-chilled filtered in natürlicher Farbe ist. Aber würde das denn Diageo machen, ohne es zu sagen? Leider ja. Also Diageo und ich, wir sind da keine großen Freunde, was angeht, was Transparenz und was wir Geeks so wollen. Ich glaube, eine von deren Special Release steht noch niemals drauf. Natural Color und nicht Kälte verträgt, obwohl sie ein Verstärker sind. Nun, da müssen wir über Preis gleich reden. Also momentan bei mir ist mein Ranking bei Talisca. Port Rhee. Preis-Leistungssieger. Früher
Das ist gar 18. Heute viel zu teuer, aber ich habe noch ein paar Flaschen gebunkert. Dann würde ich sagen, da kommt tatsächlich hier der Wilder Seas danach. Dark Storm findet einige Leute. Storm, Sky, 10, was es alles gibt. Ich habe schon der 15, der 25-Jährigen probiert, der 30-Jährigen von Talisker. Es gibt ein sehr interessantes Video, wo ich, glaube ich, 12 verschiedene Taliskern blind verkoste und ich ranke in ein Video hintereinander. Also, das war wirklich schwer. Die 25er und die 30er haben total abgekackt. Ja, der Rauch, Räucherkammer, schön, auch der süße Cognac, XO Cognac, französische Eiche, sehr, sehr gut. Für ein Talisker einer meiner besseren, also 3 bis 3 plus für mich. Preis-Leistung 3 minus bis 4 plus für mich. Ich finde die gefragte, ich sage einfach mal hier knapp 80 Euro, irgendwo zwischen 74 und 80 Euro sind einfach viel zu viel dafür. Also ich kriege zwei Flaschen Port Rhee, ich kriege zwei Flaschen hier von der Talisker 10 dafür, ich kriege eine halbe Flasche momentan, vielleicht von der Talisker 18. Aber die Kombi, also Talisker und Cognac hier, bravo. Der Umweltgedanke, die 3 Euro, die 3 Pfund, die gespendet werden, finde ich auch gut. Die Idee jetzt hier, recyceltes Glas zu benutzen, auch gut. Aber da ein Green, wie heißt das, ein grünes Premium, um die Worte von Bill Gates zu benutzen, Green Premium, also von, keine Ahnung, jetzt hier 80, 100%. Also ich glaube, man könnte die Flasche für die Hälfte rausbringen. Ist einfach viel zu viel. Siehst du? Ja, die Hälfte nicht, aber 50% obendrauf wird schon geschlagen. Also man könnte die Flasche schon, glaube ich, für 55 gut rausbringen und nicht 80. Frage des Tages: Was ist euer Lieblingsprodukt vom Talisker? Frage des Tages Nummer 2: Wie wichtig ist euch hier dieses Gedanke von Nachhaltigkeit und 3 Pfund für jede Flasche da zu spenden? Also denkt daran, wenn die 3 Pfund spenden, heißt das, der 3 Pfund kommt auf der Großhändler, noch nicht der Großhändler, der Preis, der Importeur bezahlt, auf dem er seine 20 bis 30% schlägt, auf dem der Großhändler seine 20 bis 30% schlägt, auf dem der, also auf, ja genau, auf der Händler seine 3, auf dem nochmal 19% Mehrwertsteuer kommt. So, aus den 3 Euro wird schnell 9 Euro, na gut, 7. Also aus den 3 Euro wird schnell 7 Euro, die wir mehr bezahlen für die Flasche, weil Diageo 3 Euro spenden will. Gut, gut, gut. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Vielen Dank. Gänzlich verteilt durch meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Steht auf meiner Sample-Liste unten. Könnte auch da dabei sein. Auch der Link unten ist dabei. Alles Gute, bis dahin. Ciao.